Die Duisburger SPD und die Duisburger Grünen sind stark vertreten bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin. Und da, was das auch für Duisburg bedeuten könnte, das wollen wir mit der Landtagsabgeordneten und kommissarischen Vorsitzenden der SPD Duisburg besprechen. Sarah Philipp ist bei uns. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Frau Philipp, gestern ging es los. Die Koalitionsverhandlungen sind gestartet. Ich glaube, in die richtige intensive Arbeit geht es dann in der nächsten Woche. Aber wenn man jetzt mal so an frühere Gräben denkt, vielleicht ja auch mit der FDP, mit den Grünen, da klappt es ja naturgemäß besser. Sind Sie zuversichtlich, dass das jetzt so in den nächsten Wochen alles so klappen wird? Auf jeden Fall. Also ich finde, die ersten Wochen des Sondierens, die sahen schon ziemlich gut aus. Das, was wir mitbekommen haben hier in Duisburg oder auch in Düsseldorf, das waren wohl sehr vertrauensvolle Gespräche, was ja auch hinterher der Anlass dafür gewesen ist, zu sagen, okay, wir trauen uns jetzt und trauen uns zu, jetzt auch in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Und wir haben auch immer gesagt, und das gilt auch für die anderen Parteien, wir sagen, wir reden grundsätzlich oder sollten immer fähig sein, mit allen demokratischen Parteien zu reden. Und deswegen ist es auch sinnvoll, vor der Wahl nicht irgendwas auszuschließen, was nicht geht. Natürlich sich klar abzugrenzen zu denen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Aber dass jetzt mit Grünen und FDP das nicht alles einfach wird, ist aber grundsätzlich, wir jetzt zuversichtlich sind, da in so eine Ampelkoalition zu gehen, das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Ja, aber wahrscheinlich hätte man sich gewünscht, eine Mehrheit mit Grün und Rot dann eben zusammen zu haben. Und man hat ja jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass die FDP ja viel gewonnen hat. Also wenn wir jetzt auch auf die Thematiken schauen, also keine Steuererhöhungen, auch keine Vermögenssteuer wie von der SPD gefordert. Die Schuldenbremse bleibt, Tempolimit ist vom Tisch. Alles Themen, die die FDP gerne haben wollte. Was hat das so, also ne, Sie sitzen ja nicht mit am Verhandlungstisch, aber Sie beobachten das ja ganz genau aus Düsseldorf von der SPD hier in NRW. Haben Sie da das Gefühl, ja, man schenkt der FDP gerade jedes Thema oder wie sehen Sie das? Also ich finde, erstmal kann sich in diesem Sondierungspapier jeder wiederfinden. Für uns sind da auch Themen drin, wie zum Beispiel das Thema Wohnen, das Thema Mindestlohn. Also auch SPD-Positionen finden sich wieder, es finden sich grüne Positionen wieder. Ich glaube, da kann jetzt keiner sagen, irgendeiner hat was geschenkt bekommen oder irgendeiner ist da jetzt schon direkt vernachlässigt worden. Das sollte aber auch nicht der Ansatz sein. Und ich glaube, das haben auch die, die da wirklich auch führend schon mitverhandelt haben und miteinander gesprochen haben, gesagt, es geht jetzt nicht darum, irgendwie klarzumachen, das geht gar nicht und da ist unsere rote Linie, sondern erstmal zu gucken, was sind die Ziele der einzelnen Parteien, das zusammenzubringen und dann zu gucken, dass man es zusammengebunden bekommt. Das ist nicht immer einfach, aber ich finde jetzt erstmal zu schauen, jeder kann sich da wiederfinden und jeder hat natürlich auch das Ziel, da das durchzusetzen, was er auf dem Plakat stehen hatte. Das ist ja ganz normal. Das ist, glaube ich, die richtige Herangehensweise. Und ich gebe Ihnen auch recht. Also klar, die SPD und auch die Grünen, die haben natürlich auch ihre Punkte gemacht. Aber wenn wir vielleicht bei der Finanzpolitik bleiben, also es sollen Milliarden investiert werden für die Digitalisierung, für den Klimaschutz. Aber die FDP hat eben durchgesetzt, dass es keine Schuldenbremse, dass es eine Schuldenbremse geben soll, also weiter bleiben soll, aber es keine Steuererhöhungen geben soll. Das steht ja auch im Sondierungspapier. Nur wie soll man das Ganze dann bezahlen? Also, wie gesagt, Sie sitzen ja nicht mit am Verhandlungstisch, aber wenn Sie das so aus Ihrer Perspektive betrachten. Also es gibt ja immer verschiedene Ansätze, wie man die Einnahmeseite verbessert, wie man auch clever und vernünftig Ausgaben gestaltet. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen investieren in bestimmte Bereiche. Das gilt für den Klimaschutz, das gilt zum Beispiel für Digitalisierung, auch für Mobilität. Und am Ende ist natürlich die Finanzfrage auch eine entscheidende. Am Ende ist es ein Sondierungspapier. Und wenn das jetzt alles schon einfach und schon zu Ende wäre, dann müssten sich jetzt nicht, ich glaube, mehrere hundert Leute die nächsten Wochen auch treffen. Also ich glaube, da muss man im Detail noch mal gucken. Wie gesagt, das wird auch nicht alles einfach, aber man wird auf jeden Fall eine Lösung finden, wie man Einnahme- und Ausgabeseite da auch vernünftig zusammenbekommt. Wir sind ja auch gerade erst am Anfang, muss man ja auch dazu sagen. Und da mischen ja eben Ihre Parteikollegen auch mit. Also Herr Özdemir und auch Sören Link sind mit dabei. Lamia Kador, Felix Banaschak von den Grünen sind auch dabei. Also wir sind mit vier Duisburgern da sozusagen vertreten bei den Koalitionsverhandlungen.
Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, wie läuft sowas ab? Wie kann man sich vorstellen, dass ausgerechnet auch ein Oberbürgermeister wie Sören Link bei den Verhandlungen jetzt dabei ist? Es sind ja Facharbeitsgruppen, das heißt, jeder, der ja jetzt mit dabei ist, hat ja auch irgendeine fachliche Befähigung. Mahmut Özdemir ist zum Beispiel sportpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, also hat da auch einen ganz klaren fachlichen Bezug. Was ich sehr gut finde, ist auch, dass ein Oberbürgermeister, also unser Oberbürgermeister, also noch besser, auch mit dabei ist, um eben diese kommunale Ebene auch zu vertreten, zu sagen, okay, das, was auf Bundesebene entschieden wird, das muss natürlich auch von Bundestagsabgeordneten, die hinterher die Gesetze machen, dann auch mit verhandelt werden. Aber zu sagen, ich schaue auch auf die kommunale Ebene, also auf die, die es hinterher betrifft, das finde ich sehr wichtig. Das Thema Kommunalfinanzen, also Finanzausstattung einer Stadt wie Duisburg ist immer ein Riesenthema. Und insofern finde ist auch sehr, sehr gut, dass er da mit am Tisch sitzt. Also kann man eigentlich sagen, dass da am Ende viel für Duisburg rausspringen wird? Oder? Es ist auf jeden Fall gut, dass da viele Duisburger dabei sind. Das kann für die Stadt nur gut sein. Jeder da mit seinem eigenen Themenbereich. Und deswegen freuen wir uns, dass zwei Sozialdemokraten da mit dabei sind. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Aber am Ende sind viele Stimmen für Duisburg auf jeden Fall auch bei den Verhandlungen eine gute Sache. Und es wäre eigentlich eine fünfte Stimme noch dabei gewesen, Bärbel Baas, die kann jetzt aber nicht mehr dabei sein, kann man glaube ich sagen, denn sie soll am Dienstag dann im Bundestag zur Vorsitzenden, also zur Bundestagspräsidentin eher gesagt gewählt werden. Und da ist man natürlich als Duisburger, als Duisburgerin stolz drauf. Ich glaube, das gab es noch nie, dass da eine Duisburgerin die Präsidentin wird. Aber wie empfinden Sie das? Also sie kann ja jetzt keine aktive Politik mehr betreiben. Das kann sie schon, da bin ich mir ganz sicher. Die Rolle ist eine andere. Also erstmal haben wir uns wahnsinnig gefreut. Es war in der Stadt ein Riesenthema. Wir als SPD vor Ort, wir kennen sie ja jetzt auch lange aus gemeinsamen Zeiten, haben uns unglaublich gefreut, als am Mittwoch die Nachricht kam. Das ist wirklich was Außergewöhnliches, was ganz Besonderes. Das zweitwichtigste Amt im Staat, ein Verfassungsorgan und dann aus Duisburg. Also das war wirklich toll. Und ich glaube, das muss ich jetzt erstmal so ein bisschen einruckeln. Ich bin gespannt auf Dienstag, ein ganz besonderer Moment ja auch, wenn sich das Parlament dann konstituiert, sie dann aller Voraussicht nach gewählt wird. Und natürlich eine völlig neue Rolle, was Außergewöhnliches, aber das wird sich, glaube ich, schon finden, wie sie da ihre Rolle auch ausfüllt. Da muss sie ihren eigenen Stil entwickeln, ist ja weiterhin Abgeordnete, aber natürlich jetzt anders, als das vorher der Fall gewesen ist. Also sie darf weiter abstimmen, das steht fest, aber sie kann halt nicht in Ausschüssen fachlich arbeiten. Also was heißt das vielleicht auch für die Wählerinnen und Wähler aus dem Wahlkreis? Sie haben ja denselben für die Landtagswahlen dann im Mai. Haben die jemanden gewählt, der jetzt keine Stimme mehr für Duisburg erheben kann? Oder wie kann man sich das vorstellen? Na, das auf gar keinen Fall. Also die Menschen in Duisburg schätzen sie als bodenständig und präsent und bürgernah. Und das legt man ja nicht einfach ab, nur weil man jetzt Bundestagspräsidentin ist. Also das sind ja Charaktereigenschaften und auch ein Verständnis von Politik, was sie da auszeichnet, was sie ja weiterhin in sich trägt. Wir müssen uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass wir sie vielleicht jetzt öfter im Fernsehen sehen, was ja schön ist, und vielleicht auf etwas weniger Terminen im Wahlkreis. Das muss sich einfach so ein bisschen einruckeln. Aber sie ist Duisburgerin, sie bleibt Duisburgerin und sie wird ja natürlich auch nach Hause kommen und insofern auch weiterhin in Duisburg sein. Und da können wir uns drauf freuen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Arbeitsteilung hier in Duisburg, dass wir also weiterhin natürlich alle gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger dann da sind. Dann hoffentlich auch bei Studio 47 im Fernsehen. Das hoffen natürlich alle. Eine letzte Frage habe ich natürlich, denn damit verbunden ist natürlich auch, dass es dann keinen Ministerpräsidenten Armin Laschet mehr geben wird, wenn am Dienstag der Bundestag tagt, denn er wird ja der Bundestagsabgeordnete. Und dann soll ein neuer Ministerpräsident gewählt werden, und zwar Hendrik Wüst. Vielleicht da einmal so Ihr Empfinden. Also wird das alles so klappen am Mittwoch und finden Sie ihn einen guten neuen Ministerpräsidenten? Ich gehe davon aus, dass er gewählt wird. Es gibt eine schwarz-gelbe Mehrheit. Es ist zwar nur eine Stimme, aber ich gehe mal davon aus, dass das alles am Mittwoch klappt. Hendrik Wüst ist bislang Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen. Ich verbinde mit ihm sehr viele gebrochene Wahlversprechen. Stau ist immer noch da. Vieles, was angekündigt worden ist von Armin Laschet und auch von ihm als Verkehrsminister, hat sich nicht erfüllt, ist nicht eingehalten worden.
Insofern wird er aller Voraussicht nach am Mittwoch gewählt, aber dann, das darf ich Ihnen jetzt als Sozialdemokratin sagen, ja eh nur bis zum 15. Mai 2022 und dann wählen wir wahrscheinlich ein paar Wochen später sowieso wieder einen neuen Ministerpräsidenten, der dann von der SPD ist. Da sind wir gespannt. Und wir sind gespannt auf die nächste Woche. Da ist Bundestagssitzung am Dienstag und dann eben die Landtagssitzung am Mittwoch. Sarah Philipp von der SPD Duisburg, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.